Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Simon in der Box oder so ähnlich. Daniel, das ist so unvorstellbar laut. Ich weiß. Ja, wir wurden hier eingebaut, scheinbar. Von wem? Weiß ich nicht. Das ist ein Rätsel, das ich so auf Anhieb nicht beantworten kann. Wir hatten auf jeden Fall einige Problematiken, denen es sich zu stellen galt. Zwar kümmern wir uns aber erstmal hier um die Gondel. Machen wir die mal länger, Daniel. Helfen wir hier ein bisschen abreißen. So, dann können wir die Hufeisen da oben noch wegmachen und sonst dürfte das ja. Also die Stäbe hier, da kannst du dann noch lassen. Lol. So. Die Frage ist, wie lang? Sind jetzt alle noch gleich lang? Noch länger oder so? Ich weiß es nicht. Sind die alle genau gleich lang? Ja, müssten. Nee, warte. Nee, der hier ist nicht. Eins zu kurz. Der ist auch eins zu kurz. Der ist eins zu lang. So, jetzt sind sie alle gleich lang. Ist das so schon gut? Ich weiß es nicht. Testen wir mal. Bau mal da hinten ein Ding. Eine Gondel an, bitte. Mach das Hufeisen aber einen größer diesmal, so wie das bei mir jetzt ist. Weil daran lag das eben, glaube ich, dass sie sich verkeilt haben. Die Spule noch ganz außen. Das Gelenk. Ja, also. Wie weit runter hast du das? Bis. Wie viele? Einen, warte, ich mach mal kurz. Bis da so. Kann auch sein. Warte mal den anderen. Warte, ich zähl mal gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann kommt der, der oben zwischen sitzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Oh. Jo. Okay, setz dich rein. Und sag mir, wie krass dein Adrenalinpegel steigt. Oh, ist schon cool. Oh Gott, ich halte nicht los. Okay, der Turbostart, ey. Das ist... Wenn es jetzt noch was schneller wird, wäre es geil. Oh, jetzt muss ich aber gucken, dass du nicht dagegen den Rand ballerst. Okay, das war eindeutig zu weit. Was geht jetzt ab? Dani! Was machst du? Ich sitze hier einfach. Wir müssen mal gucken, nachher kommt da ja noch das Führerhäuschen hin. Ja, das gute alte Führerhäuschen. Noch schneller drehen lassen kann ich das nicht. Das wird so ein Highspeed-Zahl. Das ist doch schon Highspeed, Alter. Wie schnell willst du denn noch werden? Ja, so richtig krass, Alter. Ich will dir mal so ein übertriebenes Fahrgeschäft machen. Die Frage ist, warum dreht es sich nicht ganz zurück? Naja. So, warte, ich versuche hier jetzt nochmal
Das muss jetzt am Ende dann auch wieder runtergehen. Das macht es mit dem hier. Sitzt du noch immer da drin und chillst einfach. Ja, ich weiß nicht, bevor ich aussteige, bleibe ich einfach mal dran sitzen. Nice, nice, nice. Ach du Scheiße. Was ist das? Alles Was klar. geht ab? What the fuck? Was ist das? Kann man auf jeden Fall so machen, würde ich sagen. So. Jetzt bewege ich mich zur Seite. Ich hoffe, das passt noch so von der Entfernung her. Ja. Ist meine Frage, geht er auch wieder zurück? Schafft das zurück? Irgendwie will er nicht so ganz. Doch. Aber er ist auf jeden Fall langsamer zurück unterwegs, als er eigentlich geplant ist, aber so lange zurückkommt. Okay. Ich weiß nicht, so finde ich das schon mal gar nicht verkehrt. Was meinst du? Ja, ich würde etwas Schnelles am liebsten haben, ne? Ja, ich. Ist an sich schon geil, aber Schneller kriegen wir es halt einfach mir ist nicht, ne? halt, sorry. Mir ist halt ein bisschen zu langsam. Aber ich bin schon auf den vollen 360, da kann ich nichts dran ändern. So, warte, jetzt habe ich noch mal hier. Jetzt dürfte eigentlich alles soweit. Deshalb kam es eben nicht so schnell zurück, weil ich hier den zweiten vergessen hatte. Jetzt dürfte eigentlich alles soweit einprogrammiert sein. Bauen wir nochmal schnell die zweiten Gondeln hier ran. Was ist? Ich hab ja fast alles geschrotzt. Was hast du denn gemacht, ey? Ich habe den Lift runtergebaut und dann das ganze Gestell hochgedrückt. Mongo, ey. Mann, Mit dir aufnehmen ist immer wieder spannend, weil man nie weiß, was du kaputt machst. ey. So komplett random zerstörst du einfach Sachen. So ist die Länge richtig. Eins tiefer noch. Warte, ich kann dir zeigen, was ich gemacht habe. Nein, hör auf. Guck, und dann habe ich so. Ja. Das kannst du da. Schade. So. Okay, ich gehe mal anschalten. Setz dich schon mal rein. Das wird das Adventure. Oh Scheiße, ich habe gerade zu viele blöde Ideen. Oh, ich habe vergessen zu drücken. Oh Gott. Beziehungsweise ich habe gedrückt und er hat es nicht angenommen. Ich weiß nicht, im Moment reagieren die Schalter ein bisschen langsam. Da muss man echt fix sein, so. Also warten und sicher gehen, dass er auch. Jo, hat was. Kommen wir nicht an die Wand? Oh, das ist aber knapp. Huiui. Ein bisschen Spannung braucht man ja auch, ne? Ja. Ich bin mal gespannt auf die andere Seite, ey. Die haben wir noch gar nicht getestet. Das wird eng. Die andere Ja, da Seite. wo wir gerade hinfahren. Achso. Ja, scheint aber noch zu passen. Ja, Ja, passt passt auch. auch. Nice. Naja, er ist nicht. Ah, ja, jetzt richtet er sich noch mittig aus. Naja. Ich find's geil. Ja. Oder? Was meinst du? Ja. Irgendwelche Vorschläge, was anders zu machen?
Nee, alles gut. Nein, jetzt keine Rennen im Raketen zünden. Dann haben wir die. Wir müssen echt gucken, dass das hier auf der Map nicht passiert, Daniel, ne? Ach ja, stimmt. Ja, tut mir leid, ich habe Langeweile, ich komme auf dumme Idee. Aber ich wollte das halt hier da reinfeuern, in die Dingens rein, Nein, kann die weißt da du, wenn nicht hier so eine hinkommen. Rakete einfach wegdüst, das ist. Dann kriegen Ach, wir die eine kann nicht man mehr. zünden. Eine kann man. Nein, Eine. können wir nicht. Okay, wollen wir das jetzt. Wir müssen auf jeden Fall den unteren Bereich hier noch einzäunen, wo der landet. Daniel, wir Ja? müssen auf jeden Fall den unteren Bereich hier noch einzäunen, wo der landet. Ja. Dafür hätten wir es aber insgesamt höher bauen sollen. Und dann hätten wir so eine komplette Plattform machen können. Ja, das ist ja nicht das große Problem. Da kann man ja durchaus noch Sachen. Warte, ich teste das gerade mal. Da können wir hier durch die Justierung ja auch was daran ändern. So, jetzt müssen wir überlegen. Das sind hier die, die für die Höhe verantwortlich sind. Machen wir hier jeweils eine Stufe niedriger. Und hier eine Stufe hin. Und dann hier eine Stufe niedriger. Was machst du? Nichts. Boah, Daniel, ohne Witz, ne? Lass es einfach. Das ist echt nur Scheiße auf der Map, wenn die Sachen rumfliegen und irgendwann unkontrollierbar. Da müssen wir mal eine extra Map für machen, für so eine Scheiße. Das sieht so enorm witzig. So enorm witzig aus. Guck mal, Daniel, entspricht das so deinem Plan? Ich erkenne das nicht ganz da unten. Warte. Oh nee, der eine geht in die falsche Richtung, ne? Ja, der eine geht noch in die falsche Richtung, warte. Hä? Ja, ich versuche das gerade ein bisschen Standardposition anzuheben, dass wir da noch eine Schicht drunter bauen können, verstehst du? Achso, okay. Du musst mir mal sagen, wie das passt. Ich weiß das nämlich nicht. Ja, passt noch nicht ganz. So vielleicht. Ja, noch nicht ganz. Welche sind denn Diese schon eine zweite? Seite Welche hier. ist dann Alle richtig? bis auf hier das. Warte, alle bis auf Auf hier das hintere. das unterste. Ja, das, was nach hinten zeigt. Dann sind alle gut. Passt schon zu. Nee, lass das. Lass das einfach. Warte. So ist aber auch nicht richtig, oder? Lass es, wir machen ja keine Plattform runter. Wo ist denn der Fehler? Ich. Okay, keine Plattform, das heißt, ich gehe wieder ändern, warte. Dann kannst du ja schon mal anfangen, vielleicht einen Zaun drum zu bauen. Hatte ich vor. Aber dafür brauche ich die Standardposition. Ja, ich mach's wieder. So. Das ist die Standardposi. Hä? Standardposi, Simon. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Hui, First Person. Uch, das sieht ja merkwürdig aus. Ich hänge irgendwie über meinem Sitz. Lol, hau ich dagegen? Ich hau dagegen. Was geht ab? Ach so, ich Egal. hatte es eben so komisch verändert. Normalerweise sollte er nicht so schwingen. Ne, passt auch alles. Jetzt pass auf, ja, okay, so. Okay, du musst halt. Daniel! Ja, sorry. Du musst halt auch schauen, dass er jetzt. Das ist die Standardposition so. Ja, wir müssen jetzt auch gucken, dass der.
Wir müssen jetzt auch gucken, dass der dem nicht in den Weg kommt, wenn er flach fliegt. Ne? Bauen wir so Ja. ein Probewand. Ich hab schon eine Idee. Wie hoch willst du den Zaun dann machen? Bilderknife. Was sind das? Willst du noch den Stein machen? Aber ich habe gedacht, wir machen eher aus diesem Fancy-Material hier. Hoch, was war das jetzt? Ne, aus dem Stall. Oder? Ich weiß nicht, ich hätte das jetzt so themenmäßig angepasst, weißt du? Ja, gut, dann machen wir das. Was so? Alter, what the fuck? Huch. Reicht nicht. Ja, ich glaube, du kannst sogar noch näher, du kannst auf jeden Fall noch näher ran, oder? Na, passt schon. Nee, ich will den halt relativ nah da dran haben, sonst wäre das so ein Riesending. Ich würde den so setzen, wenn das passt. Echt jetzt? Ja, warte, ich muss aber auf jeden Fall mal testen. Weil ich sag ja, wenn das passt. Ob das passt, weiß ich nicht. Fuck, ey. Ich muss ja unbedingt den Schalter mal nach hier unten legen. So. Kann ich das von hier oben? Oh, cool. Krass. Du musst ja mal gucken, wann das ganze Gefährt landet. Ah, der eckt da echt an. Leute, jetzt eckt er da gerade komplett an. Warum? Was, Daniel? Was denn? Was geht ab? Was wusstest du? Was geht ab? Wir kommen aber nicht dran an den Zaun, ne? Boah, das ist aber schon haarscharf. Aber es hat alles gepasst. Es hat alles gepasst. Ich muss hier oben nochmal am Warte. Farbprogramm rumschrauben. Das sah mir ein bisschen zu, das war zu nah an dem Felsen da dran. Und die Drehung, die setzt zu früh ein. 15. Okay, so dürfte das schon eher passen. So, jetzt nochmal gucken. Hoffen wir, dass wir den Rand nicht treffen. Ne, diesmal sind wir weit genug weg, okay. Kannst du noch mal runterlassen? Ja, es kommt jetzt gleich runter. Hier sind wir. Schon wieder ein ganz cooles Teil so an sich. Ja. Du machst den Zaun. Vielleicht können wir ja da nochmal ein bisschen dran rumfärben. Wie hattest du das jetzt eben eingefärbt, Daniel?
Moment. Ich hatte hier die so gemacht. Die Balken oben kannst du erstmal komplett wieder schwarz machen. Bin ich bald. Und die unteren Teile hatte ich gelb gelassen. So hatte ich das. Okay, ja, sieht eigentlich ganz hip aus. Was wir nachher mit dem Zaun machen, müssen wir dann nochmal gucken. Mal gucken. Könnt ihr auch die Stühle anders einfärben noch? Vielleicht machen wir die auch in so einem dunklen Rot. Oder in einem helleren Rot. Merk dir Merkt ihr mal mal 27 27 bitte. bitte. 27. Gut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir das Kontrollhäuschen Wollten doch oben auf dem Felsen. hinmachen. Ja, aber da kommst du ja, du musst ja eine Verbindung von deinem Bauwerk zu dem Ding haben. Das ist halt das einzig Doofe, ne? Wird doch nicht so ein Problem sein, oder? Was? Warte, wie eine Verbindung vom Ja, wir Bauwerk brauchen das eine da? Verbindung von dem Bauwerk zu dem Kontrollhäuschen, sonst können wir da die Schalter nicht dran bringen und damit verbinden. Das bedeutet, wir müssten halt da komplett rüber bis auf den Felsen irgendwie so ein hässliches Ding ziehen. Das halte ich für keine so gute Alternative. Ich könnte mir halt vorstellen, dass hier das unser Kontrollhäuschen wird, ne? Guck so irgendwie, Daniel. Wasser? Moment. Wo? Da, unter dem Ding hängt das. So, das an die Wie soll man Position da rankommen. reinkommen? Wir machen einen Stuhl hier drunter und den bringen wir dann per Fahrstuhl da hoch. Mit was für einem Fahrstuhl? Ja, dann den bauen wir. Dann wirst du so von unten quasi ins Kontrollhäuschen reingefahren mit deinem Stuhl. Ne, dann würde ich sagen, machen wir keinen Stuhl, sondern so ein, ich sag mal, Waggon, wo dann so eine Tür nach unten klappt und dann wieder hoch. Also weißt du, Warte, guck guck mal, mal, warte, warte, komm guck mal mal hier hin. hin. Ja. Dass wir quasi einfach den Boden unter dieses Häuschen drunter fahren, oder wie? So, ich sag mal, dann steigst du hier ein und dann klappt von. Praktisch Praktisch hier hier die die Tür Tür kann kann dann dann halt halt unterklappen. unterklappen. Also Das bedeutet, bedeutet, im im offenen offenen Zustand Zustand wäre wäre die die dann dann so. so. Ja, weißt du, was du meinst. Müssen wir gucken, wir haben ja auch nicht so viel Platz hier. Ja, deswegen. Da fährt noch so ein Steg vom Felsen raus. Ja, was ist hier? Naja, stimmt. Wir müssen aber erstmal schauen, ob das überhaupt passt vom Swing des Karussells her. Ja, das würde ja scheinbar auf jeden. Ja, das passt auf jeden Fall. Die Attraktion ist richtig geil, ey. Die gefällt mir übertrieben gut, ey. Ey, ey, ey. Scheiße. Ich genieße das. Ja, du bist auch scheiße. Oh, Glück gehabt.
Fuck, die halten ja so gar nicht. Was willst du denn machen? Na, was so. Hier das Geländer vernünftig hinbekommen. Okay, sehr gut. So, ich baue gerade hier einfach mal ein bisschen vor mich Nein! hin. Scheiße! Was ist los? Oh, ich habe ja was abgerissen. Bitte halt alles. Lol. Jetzt muss ich hier noch irgendwo einen Controller anbringen. Verstecke ich ihn einfach mal hier. So. Also mein Plan ist jetzt halt. Habe ich hier keine. Achso, die sind noch nicht miteinander verbunden. Ach scheiße, ey, die müssen ja miteinander verbunden sein. Das habe ich ganz vergessen. Das ist ja doof. Heute ist irgendwie nicht so mit viel reden, ne? Irgendwie, ja, das Dumme ist, man muss halt immer ein bisschen konzentriert bauen auch, ne? Aber ist halt bei so einem Spiel ist das halt so, ne? Morschenix. So, jetzt dürfte es aber funktionieren. Schauen wir mal, positiv, 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 positiv. Plus 90, plus 90, plus 180, plus 180. Was soll ich mal noch einen Schalter? Setzen wir den einfach mal testweise hier hin. Hier ist von der Länge her schon perfekt.
wobei. War glaube ich doch ein kürzer, oder? War das, hä? Ach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist der Fehler. Hier, der muss schon einen länger. Hier dran. Hier zurück. Neu verbinden. Und dann dürfte das hier auch passen. Plus 180 brauchst du. Habe ich dir überhaupt was gegeben? Nein, habe ich nicht. Das wäre auch klug. So, jetzt aber. Oh, dieser scheiß Zaun, Alter. Hey, was ist denn jetzt schon wieder falsch? Ich weiß nicht, ob der Zaun nachher schön wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Wie ist eigentlich von der Zeit her? Ja, wir sind wieder durch, aber ich will das hier gerade noch fertig bekommen. Du musst nicht immer fragen, ich habe das schon im Blick. Okay. Das kann man nur so extrem lang vor. Ja, ne, wir sind gerade bei 30, aber ich will hier halt noch kurz das Ding fertig bauen. So, plus 180. Vielleicht sind wir auch so leise, weil wir mitten in der Nacht aufnehmen. Das kann natürlich auch sein. Das stimmt. Okay. Ne, ich, trotz, dass ich nur so einen Scheiß-Sound baue, bin ich trotzdem einfach mega konzentriert. Oh. Hör mal kurz auf hier. Sorry. Jetzt kannst du weitermachen. Wie muss ich Decke jetzt drehen? Das ist jetzt die Quizfrage, dass das Ganze passt. Er braucht, glaube ich, 90 Grad. Positive Richtung. Okay, der nimmt die ja so ein bisschen mit nach rechts. Das bedeutet, die muss, damit die oben gleich ist, muss die hier asymmetrisch werden, ne? Ja. Ja, muss sie. Na gut, das kann man leider nicht anders lösen. Oder ich weiß zumindest nicht wie. So, guck mal, das Geländer, der Zaun. Passt doch, oder? Sehe ich da jetzt? Ja, ist das nicht. Guck mal von oben. Obwohl, das geht eigentlich. Oh, das geht echt. Wo machen wir den Eingang? Welchen Eingang meinst du? Achso, vorne würde ich schätzen, oder?
Daniel? Ich würde sagen, wir sagen an mehreren Kannst du mich Seiten. vielleicht mal wieder aus dem Kontrollraum rauslassen? Wo ist denn der Schalter? Hier Hier unten unten. an der Ja. Säule? Danke. Das ist nice. Oha. So. Übertreibe einfach direkt. Okay. Lass mich am Hof fahren. Okay. Okay. Tschüss. Aber hier ist noch so eine Stufe, ne, drin. Ich weiß gar nicht, welche. Ja, Muss muss eins eins höher höher. hochfahren eigentlich. Ja, ich muss halt hier mit dem Boden eher eins tiefer. Ich kann nicht eins höher hochfahren. Ich kann halt höchstens hier mit dem Boden eins tiefer kommen. Dann kannst du jetzt die Noch Stufe einen retten. höher bauen. Nein, ich kann nicht einen höher fahren. Das wäre zu viel Arbeit, das zu ändern. Einen höher bauen. Hast du den Boden? Nee. Ja. Guck mal hier, ist doch voll easy. Easy going hier. Machen wir hier eine Ebene weg. Guck So, mal. kannst du mich wieder nochmal rauslassen? Ich würde das einfach hier auf die Plattform noch einen drauf gemacht. Oh, okay. Passt doch. Passt doch. Ach so. Ja, gut. Okay. Gut, lass mich schon wieder runter. Okay, perfekt, dann haben wir das. Also der wird noch verkleidet, da kommt da noch Glas rein vorne, denke ich mal, ein bisschen gefärbt und so. Hier kommt der Eingang, den automatisieren wir natürlich auch. Ich würde sagen, wir lassen das ganze Ding jetzt nochmal fahren. Habe ich recht, Daniel? Ja. Wo ist der Schalter Du denn? hast die Ist das Sitze noch noch rot rot gemacht, gemacht? aber das ist geil. Ist der Schalter hier irgendwo? Hier ist der Schalter. Ne, oben drauf, Nee, oder? nee, das habe ich nach hier verlegt. Steig ein, steig ein! Boah, episch, ey. Das ist ein geiles Bild hier zum Ende der Aufnahme. Ein bisschen zu viel Gelb noch, oder? Oh, das ändern wir in Das der ändern nächsten wir noch. Folge. Das, oh, boah, Junge, ich feiere das gerade wieder richtig extrem, ne? Ja. Das sieht schon wieder ziemlich nice aus. Der Zaun war so eine Fickarbeit. Kann ich mir vorstellen. Und jetzt tatsächlich, wir stoßen dran. Hä? Aber Tatsache, ich bin auch eine Frau. Das sag ich doch. Ja, perfekt. Nice, ey, nice. Geil. Gut, damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, Leute.